Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bros in Heaven, Agrarian Skies, die Insel von oben. An meiner Seite steht der gute Wombi. Hi. Hallihallo. Grüß dich. Lange her? Ja, sehr lange. Und genau, also ihr seht ja jetzt im Endeffekt den Stand, den wir eigentlich Ende des Streams schon hatten. Wir hatten dann aber halt eben so viele Folgen schon im Voraus produziert, dass ihr dann quasi so war so Back to the Future irgendwie. eine Reise hattet irgendwie, also sprich, guckt euch den Stream an, die ganzen 5 Stunden, dann wisst ihr, worum es geht. Sind unbedingt nötig, unbedingt, um zu wissen, was es geht. Genau, ne, ansonsten Kurzform, unten haben wir nochmal kurz zusammenfassend vielleicht gezeigt. Da hat der gute Wombi hier unten den ganzen Schissel nach unten verlagert. Ja, haben wir oben mehr Platz. Genau, und er hat hier was gebaut für das ME-System in vorbereitender Art und Weise. Ja, das muss noch ein bisschen da drin rumliegen. Na, da irgendwie brütet da was aus oder so, ne? Ja, genau. Okay. Und dann hatte ich ja in der Zwischenzeit, glaube ich, war ich das ja, hier oben diesen hübschen, in Anführungsstrichen, hübschen Turm gebaut. Der ja, eigentlich eine, wir stürzen die Monster in den Todfalle werden sollte, aber da habe ich mich verkalkuliert. Die ist nämlich nur 40 hoch und muss ja 42 hoch sein, damit die Viecher wirklich zu Tode kommen. Und deswegen müssen wir hier nochmal ran. Nicht? Ja. Genau. So. Super. Gut. Ah, jetzt, da du Stream sagst, ist mir eingefallen, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann noch vor der besagten, vor dem Ereignis. Ja. Ne, was keiner sagt. Einen 2-Stunden-Stream anlehnen. Ne? Warum das? Ganz einfach. Ich hab mal Bock auf einen. Okay. Und hab den genehmigt bekommen von der Chefin. Unter der Auflage, dass gesammelte Spenden für besagtes Ereignis verwendet werden. Oh, warte mal, ich habe hier, oh, meine Spitzhacke hat sich gerade hier repaired, hat hier Moss drauf gekriegt. Oh, nice. Ah, okay. Also willst du mit Donations machen, ja? Ja, natürlich. Natürlich. Okay. So viele Leute sammeln für so gute Zwecke, dachte ich mir, sammle ich mal für mich selbst. Genau, na, dann müssten wir das ja eigentlich ein bisschen, müsste man das etwas größer aufziehen, also im Sinne von mit mehreren Leuten machen, oder? Ich frag mal Kronk. Ja, also ich... Es ist immer gut, wenn man die Kleineren mal unterstützt. Ne? Also mein Horst ist kaputt. Oh, was ist jetzt mit meiner hier? Die ist auch broken. Ah, ich kann nichts mitbringen, du musst runterkommen. Level 1, okay. Hab ich noch dieses... Boah, Alter, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Seit unserem Stream, bei Zwiebelpeter übrigens. Zu Hause. Was? Ah ja, genau, da warst du ja... Hast du bei mir im Wohnzimmer gesessen? War lustig. Das war echt witzig, auf jeden Fall. Wo ist denn hier der Kopf? Was suchst du denn? Achso, wir hatten ja Lagersystem. Och, ja. Hab ich ganz vergessen. Wir haben hier ein schickes Lagersystem. Wo ist das, der Flint hin? Wenn ich wieder wüsste, wie der aus. Ach, da oben. Hä? Da hab ich genommen einen, okay. Ich stell mich auch gerade ein bisschen doof an. Hast du gerade meine Pickaxe aufgenommen? Ja, aus Versehen. Ja. Scheiße. Sorry, warum hast du die auch weggeworfen? Ja, aus Versehen. Wo bist du denn? Ach, da im Haus. Dankeschön. Ja, sorry, war keine Absicht. Alles gut, wollen wir gleich ein bisschen Kobbel mitnehmen? Oh ja, kannst du gerade mitbringen. Alles klar. Schon oben fast. Jojo. Nee, also ich meine, wolltest du da alleine streamen oder schon mit ein paar Leuten noch was machen? Ja, ein paar Leute wären schon geil, ne? Ich meine, alleine ist langweilig. Okay, du weißt aber noch nicht genau wann. Nö. Okay, naja, dann lass uns doch nochmal drüber reden. Vor einem Monat oder so. Ach so, okay. Und ich hatte halt keine Zeit gerade irgendwas bisher zu machen. Mhm. Weil, weißt du, Schule und so. Klar. Blöde Sache. Blöde Sache, genau. Nee, also, könnten wir mal drüber reden. Das wäre nice. 24 Stunden Stream, haben wir noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Stellt man sich dann einmal hier ins Bett oder wie macht man das denn? Das wird stramm. Ja, man wird ja wohl kacken dürfen bei so einem Ding, ey. Oder? Wer zuerst kackt, verliert. Ich muss kurz auf Klo. Wird ja wohl keiner sagen, nein, unmöglich, bleib sitzen. Ich gehe erst dann aufs Klo, wenn wir hier mindestens 5 Euro gespendet haben. Ich rechne eigentlich gar nicht, dass irgendeine Spende kommt, aber für mich ist das akzeptabel, die 5 Euro, die zusammen kämen, dann für die Hochzeit auszugeben. Müssen wir rauspiepen, oder? Nee. Okay, weiß ich nicht. Wissen noch alle. Wissen alle? Ja, ich glaube, wenn ich auch das Ereignis sage, dann interessiert kein Mensch. Ach so. Oder? Na doch, also
Ich denke schon. Ja. Ich denke schon. Also das ich ist ja. Mir da, ich bin ja da ganz eiskalt. Ich denke mir, man muss auch mal egoistisch sein. Diese Kohle für sich selbst behalten. So. ist vielleicht eine sehr unpopuläre Meinung. Aber hey. Ja, und man muss ja nicht immer mit dem Populizismus irgendwie gehen, oder? Richtig, richtig. Von daher. Das ist ja auch ein guter Zweck, halt nur für meine Freundin und mich. Das ne? ist ja natürlich. Also und für alle Anwesenden. Stimmt. Also ist dann quasi das Upgrade von Sterni auf ein anderes Bier. Diesmal kannst du auch Urpilz mal trinken dann. Ach so. Okay. Du kommst vorher bestimmt noch, oder? Ich denke ja. Ja, ich hoffe es doch. Naja, doch, haben wir ja gesagt, wenn es wärmer ist, dann bin ich mal mit dem Gegenbesuch dran. Nice. Hat es mir die Hacke schon wieder zerrissen. Was hast du denn für eine? Meine hat Reinforced 1, Lack, mehr habe ich nicht. Okay, aber aus und was, Fortune 1 aus was ist denn die? Aus demselben Material wie deine. Aus dem guten Eisen. Good old, ja. Okay, good old Iron. Iron braucht das Land. So. Ich hoffe übrigens, dass das hier auch funktioniert in dem Modpack. Ja, ich hoffe es auch. Wenn nicht, haben wir halt Pech. Nee, ich meine nicht mit dem zu Tode stürzen, sondern dass so. Die hier auch auf diesen Conveyor-Belts spawnen und nicht nur auf Wasser. Weil auf Wasser wäre ja dann wieder Kacke mit Endermännern, ne? Ja, auf Wasser spawnen die auch nicht. Da müssen die ja dann in Wasser laufen. Nee, meine ich ja. Aber Endermänner, wenn die doch Wasser berühren, dann hauen die doch ja ab. Richtig? Nee, wenn du Wasser berührst, hauen die ab. Ich glaube, die sind verwundbar mit Wasser. Bitte was? Ich glaube, die sind verwundbar mit Wasser. Echt? Aber müssen wir doch auf jeden Fall erstmal die Dinger hier abreißen, ne? Ja. Hä? Ja. Wie geht denn das mit dem? Einfach mit der Hacke hier zu hacken. Oh Gott, ich fall da runter. Mach keinen Scheiß, Wombi. Ja, die kann man ja wiederholen, oder? Die würden ja nicht kaputt gehen unten. Doch, die stürzen zu Tode. Ah, die können das, oder was? Ja, genau, die können das. Du musst da nicht. Nein. Heute haben wir haben ja vorhin gerade mal überlegt, über was wir reden können. Wir haben ja dann noch ein sehr schönes Thema von Nico auch bekommen. Das lesen wir gleich mal vor. Aber und ein bisschen haben wir uns ja noch kurz unterhalten und beide so ein bisschen das heutige Urteil vom Verfassungsgericht zu Gemüte uns geführt. Ja, das ist ein sehr gutes Urteil. Das geht. Wir sprechen gerade davon, dass heute am 17. Januar ist das ja rausgekommen, beziehungsweise publik gemacht worden, dass die NPD nicht verboten wird. Verboten wird, ja. Und zwar aus dem Grund, man halte sich fest, dass sie einfach nicht die Auswirkung hat, die Reichweite hat, um dort ihre Ziele, die sie dort hat, großartig zu verfolgen, was ich schon irgendwie ziemlich, ziemlich geil finde. Finde ich auch lustig, aber auch gut. Aber auch ja. Schlau eigentlich. Ne? Ja, es ist wirklich eine schlaue Sache. Und jetzt geht es ja darum, dass sie ja gesagt haben, sie machen das dass halt eben die, was haben sie gesagt, die Wahlkampfkosten nicht erstattet werden können, also sprich, dass dort der Staat denen halt kein Geld mehr zahlt und die so dann in eine, schon wieder die Hacke kaputt gibt's doch gar nicht. Ja, meine auch, ich sehe gar nicht. Und dass die halt somit dann letztendlich in eine, ja, dann obsolet werden, weil wenn sie keine Kohle mehr haben, was willst du dann machen? Ja, ich habe nur einen Verzauberungstisch gebaut, aber ich weiß nicht warum. Wollte er das anscheinend einfach mal. War das eine Quest oder so? Nee, glaub nicht. Ja? Hat einfach Bock. Okay. Ich hatte einfach Bock drauf. Hast du einfach mal Bock drauf? Naja, ist der Trump hier? Der steht doch da noch. Der hat sich nicht bewegt. Nee, als ob der sich bewegt. Macht das Original ja schon nicht, die faule Sacke. Mensch. El Trumpovic. Der hat auch wieder rausgehauen. Wenn du gerade unten bist, könntest du vielleicht mal ein Dings mitbringen, bitte? Noch ein bisschen, wie heißt's? Flint? Jo. Das wäre sehr freundlich. Was willst du mit Flint? Meine Spitzhacke reparieren. Kannst du das ohne Toolstation? Ja, das kannst du einfach so in deinem Handinventar machen. Echt? Ja. Oh, und ich renne mal runter. Ernsthaft? Ja. Okay. Oh, bin ich dumm. Ja, ich bring mit. Okay. Obwohl ich eigentlich bei mir dieses Auto-Repair habe, aber so richtig bringt das auch nichts. Geht eigentlich nur bei Tag. Aber wir haben ja Tag. Wir haben ja eigentlich Tag, ne? Und die guten Jetpacks vom Bombi. Lass mal hier hin. Hä? Lass mal hier hin. Ja. Dankeschön. Ja, ich habe auch die Armor-Plates gebaut dazu. Mhm.
Oh, ganze zwei Stück. Na, du bist ja echt großzügig. Oh, das waren die besten. Ich hab die aufgewertet. Kommt ja so der Penner. Die besten, die ich machen konnte, sagen wir mal so. Wir haben ja nur 1000 Stück davon irgendwie auf dem Lager. Ne? Ist ja auch egal. Da lacht er. Stundenlang habe ich das scheiß Jetpack gebaut. Stundenlang, ja, ne, genau. Ich lache ja nicht über das Jetpack, sondern über deine abgezählte Lieferung von den Flints. Ja, dann kann ich nichts mehr abbauen. Na gut, falsches Werkzeug. Ja gut, Achso, ach ja, scheiß doch drauf. Was denn nun? Auf die Flints. Achso, ja, hast du weggeschmissen jetzt oder was? Ne, wieso? Ja, keine Ahnung. Soll ich die wegwerfen? Was weiß denn ich? Im Eifer des Gefechts? Keine Ahnung. Ja, ihr Mai. Passiert mir zwar viel, aber nicht, dass ich Flint wegwerfe. Hab ich noch nie gemacht. Alles schmeißt er weg, außer Flint. So. Du musst nicht den Boden unter meinen Füßen wegbauen hier, nein, oder? Nein, du hast so ein Jetpack, keine Panik. Weil ich dein. Nein, ich kann den Fliegen nicht abbauen. So, jetzt bauen wir hier noch wie viel höher? Huch. Ah, machen wir anständig mal 10 mindestens. Machen wir 10? Sicher zu gehen. 1. Was du magst denn? So, war bestimmt mehr als 10. Ach, es gibt ja, stimmt. Ach, den Kumpel habe ich ganz vergessen. Wo ist er denn? Der Bildersband, mein bester Freund. Genau. Diese Modpack, nimm's viel, Peter. So. Huch. Jetpack ist übrigens genial, ne? Jetpack ist Hammer. Ja, hab ich gebaut, Leute. Schade, dass man kein Schild dranhängen kann. Build ja, by Wombi. Jetpack. Made by Wombi. Genau. So, wie machen wir das jetzt? Wie willst du? Wie hast du. Was ist? Ja, du bist doch der. Du hattest doch den Entwurf gehabt, alles. Dann mach mal wieder. Na, mach mal den Mann hier. Na, die Frage ist halt, wie weit gehen wir jetzt hier raus? 7 Felder oder wie? Auch von mir aus. Also eins haben wir ja schon, ne? Ach du Scheiße, was ist denn hier? Ach herrje. Das ist nicht gut. Was ist nicht gut? Naja, wenn du hier mit dem Bilderswarn rangehst, dann macht der so eine. Zieht er die Wand in Gänze halt irgendwie weg. Ja, da hast du auch komisch gemacht hier. Bei mir geht's. Aha. Ich mach mal grad 6 Bauen. Ein paar Fackeln hier hin. So, was haben wir jetzt so, hier? 3, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ups, sorry. 3, 4, 5, 6, 7. So, wie breit sind die? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 breit. Auch scheiße eigentlich, oder? Ach so, egal. Okay. Oder? Egal. Tschu. Ne, eigentlich, wir müssen 8 breit machen. Wegen so Wand, you know? Okay. Aber hier geht ja dann die Wand hoch. Ja. Dann kann ich ja hier schon mal den Kram wieder hinlegen, oder? Tun. Ich glaube, es ist auch 8 weit weg, ne? Was? Dann 8 weit weg auch. Mhm. Und dann haben wir ja noch gerade überlegt, dass wir auch jetzt endlich mal in den Nether gehen können. Können wir machen. Wegen der Jetpacks. Da gibt es nämlich eine Quest, die wir ja haben im Questbuch. Und die macht sich mit dem Jetpack echt besser. Ja. Ist das hier zu breit? Nee. Was? Alles gut. Mal gucken. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, ist ja egal, das sind jetzt 8. Mai, soll's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Dann bist du aber eins zu breit, oder? Du bist zu breit. Nee. Ja, du hast doch auch genauso breit die Dinger gebaut. Wieder ab. 8. Nee, ich bin 7 Felder weit und hab auf dem 8. ist die Mauer. Okay, was hab ich?
Mal runter die. Ja, zähl selber nochmal nach. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Kraft zahle. Nee, zähl du doch nach. Also, du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8 Felder bist du breit. Und ich bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder breit. Ah, toll. Bin ich wieder der Fette? Ja. Yep. Gut. Ich hole noch ein bisschen. Flint, wollte ich sagen. Flint. Macht nix, macht nix. So, wo ist Flint hier? Oh, sie fallen runter, egal. So, aber von der Breite, also von der Breite von den Bells passt's oder was? Hä? Von der Breite der Bells bei dir, das reicht oder wie? Ja, 7 Stück müsste schon reichen irgendwie. Glaube ich. Ich meine bei dir hier, die Breite. Da geht doch keine Mama mehr hin, Junge. Was ist? Hier, wo willst du eine Mauer hinbauen? Hier drauf oder was? Besoffen, nein, da kommt jetzt hier noch einer raus. Er ist besoffen, der Kerl. Nicht, dass ich wüsste. Diesmal nicht, ne? Nee, diesmal ausnahmsweise nicht. Boah, wollte ich ein Bällchen setzen, du Geiler. Ach, Kacke hier, diese. Oh, wie ich das Ding hasse. Was machst du denn da? Der blöde Bildersfront, der baut manchmal die Dinger so fett. Ja, der Bildersfront. Hier ist drauf, sonst nix. Da muss man eine anständige Vorlage machen hier. Natürlich. So. So, was jetzt gab's noch für geile Themen? Ups. Wie sieht's denn hier aus, ey? Sieht aus wie hier die Kackt und hier die Schiss hin. Wo denn? Da hier unten, ja. Was noch für geile Themen gab? Ja. Gute Frage. Ein weiter. Irgendwie ist das Ding schon ziemlich verkackt eigentlich, wa? Ja, sieht scheiße aus. Irgendwie schon. Extrem scheiße sieht das aus. Extrem scheißig. Jupp. Egal. Passt ja zu uns, dann können wir ja weiterbauen. Aber wie macht man denn jetzt hier... Das ist ja, ne? Was? Hier kommt eine Mauer hin. War verwirrt, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, siehst du, ist schon mal Kacke hier. Ja, scheiße. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So müsste das dann sein. Das ist nicht ein bisschen schmal, dieser Zweier? Ja, sicher. Das wollte ich auch nicht machen so. Wie weit ist es denn bei dir? So, und dann hier. Und dann gehen wir doch noch in so eine Richtung. Eine. So, was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr schön. Da fehlt noch einer hier. Das ist bei mir symmetrisch. Genau, wenn du ihn machst. Genau da. Bam. Genau. So, und dann kommt der wieder weg. Oh, es fehlt bei mir aber einer wieder. Wieso denn? Mich doch. Deiner ist nicht symmetrisch, Knecht. Meins auch nicht. Warum ist meiner nicht symmetrisch? Ich hat's sag. Hä? Musst du labern? Direkt, ja. Stimmt. Stimmt, ne? Wo denn nu? Mach da mal, die Mauer weg, sonst sehe ich hier nicht. Haben sie früher auch gesagt. Mach mal die Mauer weg, wir sehen nichts. Genau. Das war der einzige Grund. Wir sehen nichts. Entschuldigung.
sagen die Zuschauer wahrscheinlich auch gerade. Wir sehen nichts. Mach doch mal Licht an, ihr Spacken. Ja, ich glaube, wir sind zu weit mit den Dingern. Also ich zumindest. Deins sieht gut aus. Dein Wegbahn. Sieht ja aus wie hingekackt und hingeschissen. Ach, was soll's. Hä, ich verstehe das gerade nicht so ganz. Das müssen wir jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist doch richtig. Hier kommt die Nein, was machst du denn? Ball den ab. Warum denn? Warum? Guck mal von oben.